In Brotterode sind wir gebrannte Kinder. Das Trauma des großen Brandes von 1895 ist nicht vergessen und auch nicht die Brände in der jüngeren Vergangenheit. Aber nun ist noch einmal alles ganz anders. Jetzt sind wir unmittelbar betroffen und leiden tief erschüttert mit den Opfern. Natürlich kommen da auch viele Fragen nach dem Wie und Warum auf. Auf diese Fragen haben wir heute keine Antworten. Aber deswegen sind wir hier auch nicht zusammengekommen. Wir sind hier, um zu trauern und unser Leid zu beklagen. Und ich glaube auch, wir sind hier, weil uns der Heilandruf zusammengerufen hat. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Seien wir gläubig oder nicht, die Sehnsucht und das Bedürfnis nach jemandem, der uns in der Not annimmt, der uns in seine Arme schließt und tröstet, das teilen wir alle miteinander. Und hierher, in diese Kirche, dürfen wir alle mit unseren Sorgen und unseren Lasten kommen. Man spürt dieser Kirche ab, in welcher Situation sie gebaut wurde. Es ist gewiss kein Zufall, dass nach dem großen Brand dieses Jesusfenster eingebaut wurde. Zugewandt ist Jesus hier dargestellt mit gütigen, wissenden und mitleidigen Augen, die Arme einladend geöffnet. Darunter steht seine Einladung: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Aber so einfach ist das dennoch nicht anzunehmen. Nach Klagen und Trauern ist uns zumute, so wie es der Beter des 69. Psalms schon vor rund 2500 Jahren getan hat. Er ermutigt mich, Gott und meinen Mitmenschen, meiner Familie, Freunden und Vertrauten oder auch Fernerstehenden mein Leid zu klagen. Gott, hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle, es schnürt mir die Kehle zu. Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist. In diese Psalmworte kann ich mein eigenes Leid eintragen. Das hilft mir, Worte zu finden, wo ich sonst vielleicht sprachlos wäre. Errette mich aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke. Ich bin so traurig und kann es nicht fassen, dass Lea nicht mehr am Leben ist. Ich bin verzweifelt, meine Gedanken. Das dir im Herzen brennt.
Dienstagnacht trauert eine ganze Stadt. Es trauert Bad Herode. Die schreckliche Nachricht vom Brand und die traurige Gewissheit danach vom Tod der kleinen Lea Sophie macht die Menschen in Bad Herode, aber auch darüber hinaus fassungslos, sprachlos und tief traurig. Heute sind Menschen zusammengekommen, um gemeinsam zu trauern, um gemeinsam so etwas Schreckliches zu verarbeiten. Aber auch um der Familie, den Angehörigen und der Mutter unsere Anteilnahme und unsere Trauer zu bekunden. Familie Frank, wir sind bei Ihnen. Meine Hochachtung und mein Respekt denjenigen, die selbstlos und ohne auf die eigene Gesundheit zu achten, Hilfe geleistet haben. Im Namen von uns allen. Dankeschön. Wir wollen auch nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Nein, wir sind betroffen. Wir sind noch benommen und wir fangen an, nachzudenken über uns selber, über Glück, Freude und Selbstverständlichkeiten, aber jetzt auch, so möchte ich meinen, über Schicksalsschläge, die jedem seine kleine, heile Welt von heute auf morgen verändern, die so grausam sein können und die wir eigentlich nicht verstehen. Wie kommt das? Warum berührt der Tod eines Kindes eine ganze Stadt und weit darüber hinaus? Ist es die Unbeschwertheit derer? Ist es das Lachen? Sind es die leuchtenden Kinderaugen? Das Liebevolle, die Natürlichkeit. Ich nehme es vorweg, das ist es. Kinder sind ein Geschenk, ein Teil von uns. Das macht es dann umso schrecklicher, diesen Teil von uns zu verlieren. Aber leben wir nicht so, als hätten wir endlos Zeit? Wir planen langfristig. Wir können nicht alles täglich erledigen und zum Abschluss bringen. Da müssen wichtige Dinge vertagt und verspätet aufgehoben werden. Aber plötzlich ist da kein Später oder kein Morgen mehr. Der Tod schafft schmerzhafte Realitäten. Ich möchte Ihnen aber auch noch was berichten. Wenige Tage vor diesem traurigen Vorfall durfte ich der kleinen Lea Sophie begegnen. Ich half ihr und meiner kleinen Nichte, ein für beide viel zu großes Fahrrad aus dem Keller zu tragen. Wir schafften es zu dritt und ich sah ein dankbares, zurückhaltendes, lächelndes Kindergesicht, welches mir so noch lange in Erinnerung bleiben wird. Liebe Frau Frank, mir ist bewusst, Sie können mich nicht hören von hier, aber vielleicht fühlen Sie unsere Anteilnahme, unser Mitgefühl und unsere Hoffnung auf baldige Genesung für Sie und natürlich auch für Ihre große Tochter, die, wie ich erfuhr, aus dem Koma erwacht ist. Wir alle wollen etwas sagen, das Mut macht, doch wir finden nur schwer die richtigen Worte. Wir alle wollen Sie trösten, doch wir finden selber kaum Trost. Wir alle wollen Ihnen etwas geben, das Sie hält. Doch wir finden selber kaum Halt. Es gibt nur Schmerz, tiefen, grausamen Schmerz. Und es gibt das Lächeln Ihres Kindes Lea Sophie. Wir wissen, Sie halten sie immer fest in Ihrem Herzen. Wir wünschen allen Angehörigen viel Kraft, die kommende schwere Zeit durchzustehen. Und dass die schönen Erinnerungen an Ihre Kleine Sie irgendwann dankbar und wieder glücklich machen. Amen. Ich darf Sie noch darüber informieren, dass die heutige Kollekte für die Angehörigen von Lea Sophie bestimmt ist. Ich darf Sie darüber informieren, dass die Stadt Bad Herode Zusetal ein Spendenkonto eingerichtet hat, wo bei Bedarf natürlich auch Belege ausgefüllt werden. Wer helfen möchte,